Ja, kommen wir wie versprochen zum N55. Ja, ich will sagen, nicht so legendär oder nicht so beliebt wie der N54, aber unterm Strich der Motor mit den wenigeren Problemen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich bewege mich da auf dünnem Eis, weil BMW hat natürlich beim N54 die Problematiken wie Turbolader, wie Hochdruckpumpe, wie Zündspulen und so weiter natürlich mit verschiedenen revidierten Bauteilen dann natürlich auch in den Griff bekommen, aber der N55, in dem Fall mit einem Single Turbo, N54 Vorgänger war ja ein Biturbo, hat diese Problematiken in ganz, ganz geringem Maß, beziehungsweise eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ja. Was ich ab und zu mal hatte bei diesem Motor, war, dass die Dichtung hier am Ölfiltergehäuse undicht wird, war beim N54 teilweise auch ein Problem. Ist hier auch noch eine Thematik, weil da wurde nichts geändert oder getauscht. Ja, sonst problemtechnisch Chargepipe natürlich, wenn man eine Software fährt oder Upgrade-Turbolader, Mehrleistung etc. macht es natürlich Sinn. Gibt es für kleines Geld bereits welche aus Aluminium, weil der Plastik, ich sage jetzt mal ja, vorsichtig, einfach bricht. Also original kommt es oft vor, dass es irgendwo im Bereich von der Drosselklappe vorne abbricht. Und das kann man sich im Endeffekt ersparen. Was der Kunde hier jetzt gemacht hat, ist, der hat hier noch eine andere Ansaugung verbaut. Ist eine Geschmackssache, ist natürlich auch ein Soundthema. Ich selber sage, es bringt gar nichts. Ist einfach so, wir haben hier überall heiße Luft und er saugt hier natürlich auch warme Luft an. Das heißt, ein Ansaugsystem wie dieses hat für mich eigentlich keinen Sinn. Ja. Ist reine Geschmackssache, hört sich natürlich im Innenraum gut an, aber bringt natürlich leistungstechnisch nicht das, wenn man da aufs Maximum hinaus will, wie genügend andere Ansaugungen, die es gibt. Firma, da mache ich jetzt zwar Produktwerbung, aber die Firma Reefdoc hat ein gutes Ansaugsystem für die N54. Ich denke auch, dass da hier irgendwas irgendwann kommen wird. Macht Sinn, darauf, sage ich mal ganz vorsichtig, zu warten. Was haben wir? Wir haben 306 PS, wir haben 320 PS, wir haben 326 PS, dann noch 340, 360 im X4, soweit ich weiß, und natürlich M2, 370 PS. Das sind die verschiedenen Varianten, die es gibt. Natürlich sind dort diverse Bauteile am Motor abgeändert, sei es Kurbelwelle, sei es Nockenwellen, Turbolader etc. pp. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Dennoch, sage ich mal, macht der Motor keine Probleme. Ja, also es ist bewusst, dass ich das sage, man kann das Fahrzeug definitiv kaufen. In der Zwischenzeit liegt es ja auch relativ gut preislich. Wenn ich jetzt gerade mal so ein M235i nehme, kriegt man schon was ganz Passables mit relativ wenig Kilometer unter 30. Finde ich, ist ein fairer Kurs für das, dass die neue mit einer gehobenen Ausstattung Richtung 50 gehen oder über 50. Ja, muss sich jeder sein eigenes Bild machen, sage ich mal ganz vorsichtig. Bei dem Fahrzeug hier haben wir uns jetzt um das Thema Leistungssteigerung gekümmert. Ja, was gibt es da groß zu sagen noch zu dem Thema? Werdet ihr dann auf einem Prüfstandsvideo sehen, was hier rauskommt. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem Motor, einfach anschreiben, lasst einen Kommentar da. Und ich werde mich dann ja, melden, euch antworten und dann sehen wir uns bald. Bis dann. Ciao.